Heute IG Metall. Die haben einen Knall. Das ist ein bisschen Krawall. Und das ist die IG Metall. Was? IG Metall wollt ihr nicht erklärt haben? Egal, erkläre ich euch trotzdem. Früher war IG Metall so langweilig, wurde sogar als Schlafmittel verkauft. Konntest du nicht einschlafen? Kein Problem. Zwei IG Metall Pforte genommen, Packungsbeilage mit der letzten Rede von Klaus Zwickel gelesen und schön mal was von sozialer Gerechtigkeit geträumt. Toll! Halt, sagte Onkel Zwickel, wenn ich rede, wird nicht geschlafen. Hat er zum Onkel Peters gesagt, machen wir was ganz Aufregendes, damit alle aufwachen. Machen wir, tja, einen Streik. Nimmst ein paar alte Schilder, alte Forderungen und eine alte Trillerpfeife. Guck mal, der Streik ist ein voller Erfolg. Naja, ein halb voller. Naja, ist in die Hose gegangen. Gut, sagt der Zwickel zu Peters, suchen wir einen Schuldigen. Sagt der Peters zum Zwickel, wen nehmen wir da? Sagt Onkel Zwickel, dich. Machen wir ein 1A Gewerkschaftsführungsetagentheater mit ganz viel Rufmord, Böswilligkeit und Täuschung. In der Hauptrolle Zwickel als Kasper und Peters als böses, böses Krokodil. Banda als Dallas und der Weiße Hai zusammen. Hat der Peters gesagt? Was? Ich? Böses Krokodil? Niemals! Mache ich erstmal eine prima Pressekonferenz und stell das mal alles klar. Hat ja früher auch immer super funktioniert. Guck mal, bei dem... Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Bei dem... Ich werde den Nachweis meiner Unschuld erbringen. Und bei dem auch. I did not have sexual relations with that woman. Sagen die anderen Gewerkschaftsonkels alles Moppelkotze. Aus Peters, dem bösen Krokodil, machen wir eine 1A-Handtasche für Onkel Zwickel. Und während zwei sich streiten, freut sich der dritte, der Unternehmer. 1, 2, 3, im Handumdrehen, Deutschland wieder konkurrenzfähig gemacht. So einfach geht das. Und nächste Woche, IG Metall-Vorstand tritt zurück und wieder vor und tschatschatscha. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Klaus.